Hier eine Aufgabe aus der Trigonometrie. Man gibt ein Dreieck ABC mit den Seitenlängen klein a, klein b und klein c. M ist die Mitte dieser Strecke BC und somit ist diese Strecke AM Mittellinie von dem Dreieck. Ihre Länge bezeichnen wir mit M Index A. Anscheinend gibt es eine direkte Verbindung zwischen dieser Länge MA und den drei Seitenlängen A, B und C. Um diese Verbindung herauszufinden, vervollständigen wir diese Zeichnung zu diesem Parallelogramm A, B, D, C. Und wir verlängern diese Seite DC bis zum Punkt E hin. Warum diese Verlängerung? Damit wir sehr schnell erkennen können, dass diese beiden Winkel innere Wechselwinkel sind, also dieselbe Öffnung haben. Jetzt werden wir die Kosinusregel in diesem Dreieck ACD anwenden. Und wir beginnen mit dieser Seite AD, die genau das Doppelte von M-Index A ist, weil die Diagonalen eines Parallelogramms sich in ihrer Mitte schneiden. Diese Länge hier ist also das Doppelte von MA. Und wir brauchen dann noch diesen Winkel, ich zeichne ihn mal ein, dieser Winkel ACD ist hier grün eingezeichnet. Wenden wir jetzt die Kosinusregel in dem Dreieck ACD an, die besagt, dass das Doppelte von MA im Quadrat gleich ist zu B Quadrat plus diese Länge im Quadrat, also klein c Quadrat, minus 2 mal b mal c mal Cosinus von diesem grünen Winkel ACD. Also so. Dieser grüne Winkel ACD, dieser da, ist aber genau dasselbe wie 180 Grad minus Alpha. Also steht hier Cosinus von 180 Grad minus Alpha. Und hier, das können wir ausrechnen, das macht 4ma im Quadrat. Der Cosinus von 180 Grad minus Alpha, wir schauen im trigonometrischen Kreis und erkennen sofort, das ist dasselbe wie minus Cosinus von Alpha. Das Minus setzen wir nach vorne und somit steht hier plus 2bc cos Alpha, also so. Halten wir diese Gleichheit mal fest und nennen sie Gleichheit 1. Auch im Dreieck ABC, das Ausgangsdreieck, können wir die Kosinusregel anwenden, die besagt, dass klein a im Quadrat dasselbe ist wie klein b Quadrat plus klein c Quadrat minus 2 klein b klein c Cosinus vom gegenüberliegenden Winkel, also Alpha. Das ist die Kosinusregel in diesem Dreieck ABC. Nennen wir diese Gleichheit 2. Jetzt vergleichen wir diese zwei Gleichheiten und stellen fest, dass dieser Term hier mit dem anderen Vorzeichen steht. Also wenn wir die beiden Gleichheiten addieren, dann wird dieser Cosinus-Term verschwinden. Dann machen wir das. Wir addieren Gleichheit 1 und Gleichheit 2. Das ergibt dann sofort 4m² plus a², steht da, gleich b² plus b², das heißt 2b², plus c² plus c², das heißt 2c², und diese beiden Terme verschwinden. Hier haben wir eine Verbindung zwischen der Länge MA, der Länge dieser Mittellinie, und die drei Seitenlängen des Dreiecks. Das können wir dann noch so umschreiben und haben diese gesuchte Verbindung gefunden. Diese Länge MA im Quadrat ist dasselbe wie B Quadrat plus C Quadrat geteilt durch 2 minus A Quadrat geteilt durch 4. Das heißt, wir haben die Verbindung gefunden.